Was ist mit diesem Kerl aus der Werbung? Dieser Beetle... Sprechen Sie den Namen keinesfalls aus. Nehmt seine Hilfe nicht in Anspruch. Tja, Nur wir brauchen sie. Das ist ein Irrtum. Der Kerl pfuscht und bietet keine gute Arbeit. Wie meinen Sie das? Ich habe mit dem Thema nicht angefangen. Aber bevor ihr doch über den Streu stolpert, sage ich es euch lieber, damit ihr nicht noch mehr Fehler macht. Er war mein Assistent, aber er war ein unruhiger Geist, ein Querkopf und fing an, auf eigene Faust zu arbeiten, und zwar als freiberuflicher Bioexorzist. Er behauptete, er könne Lebende verscheuchen.